endlich, Digga. Ich habe jetzt 4 Wochen lang keine Videos mehr hochgeladen. Wisst ihr warum? Ich war in Quarantäne. Seit 3 Wochen war ich auch nicht mehr aktiv auf Instagram, habe auch keine Stories mehr gemacht und so. Und die Leute haben unter meinem Bild kommentiert, ey, ist der gestorben? Nein, ich war in Quarantäne. Die Leute denken, ich bin nicht mehr Bro, weil der erste Job sich ausverkauft hat und ich deswegen keine Videos mehr gedreht habe. Nein, das stimmt auch nicht. Ich bin immer noch Bro. So, und jetzt mal Spaß beiseite, um die Wahrheit zu sagen, warum ich 4 Wochen keine Videos mehr hochgeladen habe. Ich war in Quarantäne. Nach 4-wöchiger Inaktivität ist auf YouTube mal wieder was passiert. Ihr habt doch schon im Titel gelesen. Leon Mascher, ich habe eine Frage. Warum ich dieses Video mache, ist ganz leicht beantwortet. Leon gehört zu dieser Sorte von YouTuber, die ich überhaupt nicht leiden kann. Das ist auch kein Geheimnis. Um ehrlich zu sein, muss ich ihn auch nicht persönlich kennen, um zu wissen, wie dieser Mensch tickt und wie sein Charakter ist. Weißt du, wie ich meine? Weil ich nicht nur YouTuber bin, nein, sondern auch ein Zuschauer der anderen YouTuber. Und sobald sie einen Fehler machen, wo ich merke, okay, ich hab dich jetzt an den Eiern, mache ich ein Video über sie, so wie bei Miguel Pablo. Leon hat heute ein Video hochgeladen mit dem Titel Meine Entschuldigung und Antwort auf Mimi. Bevor ich jetzt auf das Video von Leon Mascher reagiere, sollen wir den Zuschauern da draußen, also euch, mal kurz erklären, was überhaupt Sache ist. Wann hat der Beef zwischen Leon Mascher und Mimi angefangen? Schon vor 4 Jahren hat Mimi ein Video gemacht, wo er aufdeckt, dass ApoRed und Leon Mascher Fake-Pranks-Videos machen. Auf dieses Video hat weder ApoRed noch Leon Mascher reagiert. Danach ist Mimi auf die Gangtour gegangen, wo fast alle großen YouTuber am Start waren, unter anderem Leon und ApoRed. Mimi ist da extra hingegangen, um es dem nochmal live ins Gesicht zu sagen, warum sie Fake-Pranks drehen und Leute verarschen, weil er von den beiden kein Antwortvideo bekommen hat. Dieser Vorfall war im Sommer 2016 und da hatte ApoRed und Leon Mascher einen Überhype, was Abos, Klicks und sowas angeht. Wisst ihr, was ich meine? Heute sagt ein Leon Mascher, dass er diese Videos nur zur Unterhaltung gemacht hat. ApoRed genauso. Aber wie sehr sich zum Beispiel ein ApoRed für seine Zuschauer interessiert, merkt man daran, wie er seinen angeblich gesperrten Hauptkanal, den er 9 Jahre lang aufgebaut hat, verkauft hat. ApoRed, ich habe noch mal eine Frage an dich. Was ist denn jetzt mit den Zuschauern, für den du diese Unterhaltung gemacht hast? Angeblich. Ach, warte mal, ihr wisst gar nicht, dass ApoRed seinen Kanal verkauft hat? Wollte, dass ich dazu nächste Woche ein separates Video hochlade, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Aber egal, wo waren wir stehen geblieben? Lange Rede, kurzer Sinn, an dem Tag wurde Mimi von 5 Leuten gepackt, unter anderem auch von Leon Mascher. Das Ganze war ja wegen Leon. Mimi, seine SD-Karte, wo er das Geschehen aufgenommen hat, wurde von den Jungs abgezogen und kaputt gemacht. Für alle, die gerade zuschauen und sich denken, Junge, ist der hängen geblieben, das weiß ich doch alles schon. Ich habe doch damals selber die Videos geguckt. Ich weiß doch, was damals zwischen dem vorgefallen ist. Anscheinend wissen es viele nicht mehr. Digga, ich war heute schockiert. Ich lese mir so die Kommentare von Leon Maschers Entschuldigungsvideo durch und ich sehe da nur Haufen von Leuten, die seine Entschuldigung annehmen, Digga. Leons Zuschauer schreiben Ehrenmann in die Kommentare, Digga. Ey, das müsst ihr euch mal geben. Die Community ist so hängen geblieben, so vergesslich, weil er seinen Fehler nach 4 Jahren einsieht, sich bei Mimi nach 100.000 Payback-Videos mit insgesamt 1 Milliarde Klicks entschuldigt. Ist er ein Ehrenmann? Du bist ein Ehrenmann! Er hat seinen Fehler eingesehen und sich nach 4 Jahren entschuldigt. Du Ehrenmensch! Habt ihr einen Duden zu Hause? Klappt den mal auf unter Ehre. Da seht ihr ein Bild von Leon Mascher. Er ist die Definition von Ehre. Scheiße, Digga! So, jetzt gucken wir uns mal sein Entschuldigungsvideo an, okay? Yo, was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Leon Mascher am Start. Heute mal wieder zu einem wichtigen Video. Sagen wir mal so, was heißt wieder? Aber einfach zu einem wichtigen Video. Es geht um meine Vergangenheit. Habe ich Fake Pranks gedreht? Habe ich echte Pranks gedreht? Um es direkt klarzustellen, ja, ich habe Fake Pranks gedreht und ja, ich habe auch echte Pranks gedreht. Was? Du hast auch reale Pranks gedreht? Deswegen will ich mich an erster Stelle, bevor das Video großartig losgeht, will ich mich an erster Stelle bei meiner Community entschuldigen. Es tut mir leid dafür, dass ich sie nie gekennzeichnet habe, dafür, dass ich diese Fake Pranks als echt verkauft habe. Ehrenmann, nach 4 Jahren entschuldigt er sich. Jawohl! Lann, ich bin 22 Jahre alt, seitdem ich 18 bin, warte auf dieses Entschuldigungsvideo. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Jetzt aber die Frage, wieso habe ich Fake Pranks gedreht und wieso echte Pranks? Ja, das will ich seit 4 Jahren wissen. Sag's mir, Baby. Was für Baby, Digga. Ich will mich nicht gut reden oder ich will mich auch nicht rausreden. Nein, das war nicht korrekt, was ich damals gemacht habe. Ich hätte die Fake Pranks kennzeichnen sollen. Dazu stehe ich 100%. Hättest du gekennzeichnet, dass die Videos fake sind, hättest du niemals, ich wiederhole, niemals diese Reichweite und diesen Hype bekommen. Denn ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr euch einen Fake reinzieht, wo ihr schon vorher wisst, dass es gespielt ist. Würdet ihr dann immer noch über diesen Prank lachen oder das euren Freunden zeigen? Hey Bruder, hast du den Prank von Leon gesehen? Voll krass, er hat das und das gemacht. Nein, hättet ihr nicht. Prozent. Ich will euch nur jetzt nur mal erklären, was ich mir damals dabei gedacht habe. So, nehmen wir mal an, Leon Mascher hat eine Videoidee. Er will jetzt ein Video drehen, wie er den Mount Everest besteigt. Bei mir im Garten ist halt mega viel Schnee. Ich baue daraus einen Berg, 5 Meter hoch und denke mir, okay, läuft, die Kamera läuft, ich besteige den Berg. Man sieht aber dann im Hintergrund vielleicht eine Kabeltrommel, einen Kameramann oder eine Kamera auch. Ne? Ich besteige den Berg, fall dann, weil das ja vielleicht ein lustiges Video sein soll, einfach, es geht um die Unterhaltung, fall dann runter, hahaha, und lade das so einfach hoch. Ich will euch jetzt nur mal erklären, was ich mir damals dabei gedacht habe. So, nehmen wir mal an, Leon Mascher hat eine Videoidee. Er will jetzt ein Video drehen, wie er den Mount Everest besteigt. Bei mir im Garten ist halt mega viel Schnee. Ich baue daraus einen Berg,
5 Meter hoch und denke mir, okay, läuft, die Kamera läuft, ich besteige den Berg. Man sieht aber dann im Hintergrund vielleicht eine Kabeltrommel, einen Kameramann oder eine Kamera auch. Ne? Ich besteige den Berg, fall dann, weil das ja vielleicht ein lustiges Video sein soll, einfach, es geht um die Unterhaltung, fall dann runter, hahaha, und lade das so einfach hoch. Was denkt der Zuschauer? Was denkt der Zuschauer? Was redest du da für eine Scheiße? Was ist das für eine Metapher, Digga? Was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass die Leute mich so jetzt abstempeln und voll durchdrehen im Internet und mich als Mensch einfach runtermachen. Das finde ich ein bisschen schade. Das, was die machen, ist nicht besser als das, was ich gemacht habe. Das, was die machen, ist vielleicht sogar im Umkehrschluss noch schlimmer als das, was ich gemacht habe. Was die machen ist, die wollen versuchen, live bei Reactions oder so, die wollen ja versuchen, wirklich Menschen runterzumachen. Mich vielleicht runterzumachen. Guck mal, wie der jetzt auf die Tränendrüse drückt. Leon, du stehst mit deinem Namen und mit deinem Gesicht für diese Videos. Du hast Fake-Pranks gedreht. Mimi und alle anderen YouTuber da draußen, die deine Videos kritisiert haben, haben nie etwas über dich als Person gesagt. Ein Mimi, der eine Arbeit in seine Videos steckt, 10 Payback-Videos auf Sherlock Holmes-Basis dreht, wofür er eigentlich einen Oscar verdient hätte, den willst du gerade so darstellen lassen, als hätte er dich nur beleidigt? Er hat dich sachlich komplett zerstört. Kriegst du dich gerade wirklich über Kommentare auf, die von Mimis Videos gekommen sind? Oder wegen der Live-Reaction anderer YouTuber? Junge, du bist hier auf YouTube. Wenn du nicht genug Selbstbewusstsein hast, dann hast du auf YouTube sowieso nichts zu suchen. Vor allem du, Leon, du kannst doch nicht von jedem erwarten, dass er dich liebt. Oder es einfach akzeptiert, dass du Leute verarscht hast. Aber wenn jetzt die anderen Leute sozusagen mein Karma in die Hand nehmen, und die sich sozusagen als selbsternannter Richter auf YouTube ernennen und dann über andere urteilen. Alter, das macht die nicht besser. Das macht die nicht besser, Digga. Dass die über andere Leute so urteilen und so versuchen halt menschlich komplett runterzumachen. Das finde ich... Ich weiß nicht, ob ihr mich meint, aber zu dieser Sparte gehöre ich ja auch auf YouTube. Ob ihr das für gut oder schlecht empfindet, liegt an euch. Wie gesagt, es ist mir scheißegal. Ich nehme dankend die Klicks mit, wenn ein Hype entsteht, aufgrund YouTuber die Leute verarschen. Punkt. Und jetzt kommen wir einfach mal zu dir, Mimi. Ich könnte mir jetzt einfach äußern und Sachen sagen und du gibst dann wieder deinen Senf dazu, du schmeißt wieder zurück, stellst andere Sachen anders dar, ich wieder und du wieder. Ganz ehrlich, die Wahrheit braucht keine Vorbereitung. Du und ich, wir stellen uns einfach vor die Kamera live und debattieren live. 1 und 1, live. Wow, er fordert Mimi darauf auf, in 48 Stunden zu antworten, weil er das live ausdiskutiert haben will. An der Stelle kurze Eigenwerbung. Morgen bin ich nach langer Zeit wieder live auf YouTube um 22 Uhr. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir reagieren auf ein paar Videos und die leiten auf den zweiten Kanal hoch. Deswegen seid morgen um 22 Uhr live am Start, ich gehe live. Und wisst ihr was? Falls Mimi wirklich das Angebot annehmen sollte, dass er mit ihm live geht, dann schreibt mir alle auf Instagram, genau dann werde ich auch live gehen. Und wir geben uns zusammen dieses Spektakel. Ich habe auch unter dem Video gelesen, dass alle Montana Black als Richter haben wollen. Das könnte ganz groß werden. Ich hoffe einfach, dass sie bei Mont alle live gehen und zusammen diskutieren. Ach ja, Leon, ich habe dir im Titel stehen, dass ich eine Frage an dich habe. Warum? Und das könnt ihr ihn auch gerne fragen. Entschuldigst du dich jetzt erst? Die Zuschauer, die damals den Beef zwischen euch beiden verfolgt haben, die sind jetzt erwachsene Menschen, Digga. Die haben heute Kinder. Selbst ich werde bald Opa. Sag mir, warum du dich jetzt erst entschuldigst nach 4 Jahren.